Willkommen bei einem neuen Beitrag. Eines der geheimnisvollen Rätsel, die es gibt, ist das sogenannte Voynos-Manuskript. Das Voynos-Manuskript ist ein handgeschriebenes Buch, das in einer unbekannten Schrift verfasst ist und zahlreiche Rätsel aufgibt. Experten und Hobbyforscher versuchen seit fast 100 Jahren erfolglos, den Text zu entschlüsseln. An Theorien, die sich um dieses einzigartige Dokument ranken, herrscht kein Mangel. Neben plausible Überlegungen kursieren allerdings auch zahlreiche Behauptungen, die aus wissenschaftlicher Sicht nicht haltbar sind. Das Alter des Voynos-Manuskripts wird meist auf etwa 500 Jahren geschätzt, da der jetzige Besitzer, die Beinecke-Bibliothek des US-Universität Yale, keine Untersuchung mit physikalischen oder chemischen Methoden zulässt, kann man jedoch eine Fälschung aus neueren Zeit nicht ausschließen. Zweifelsfrei belegt ist die Existenz des Manuskripts erst seit dem Jahre 1912. Damals will es dem Buchhändler und Sammler Wilfred Voynich, nachdem es benannt ist, in einem italienischen Jesuitenkollegen aufgespürt haben. Voynich präsentiert außerdem ein auf das Jahr 1666 datiertes Schreiben, das dem Manuskript beigelegt haben soll. Dieses Dokument nennt einige angeblich Vorbesitzer, die alle in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts lebten. Zu den zahlreichen ungeklärten Punkten im Zusammenhang mit dem Voynos-Manuskript gehört die darin verwendete Schrift. Dies ist nicht lesbar und taucht in keinem anderen bekannten Schriftstück auf. Es ist unklar, ob es sich dabei um eine Verschlüsselung oder einfach nur um unbekannte Buchstaben handelt. Letzte Variante erscheint allerdings deutlich weniger wahrscheinlich, da die statistische Untersuchung des Textes zahlreiche Ergebnisse hervorgebracht haben, die beim Schreiben in einer bekannten Sprache, aber in unbekannter Schrift nicht zu erwähnen wäre. Deutlich plausibler sind folgende Theorien. Möglicherweise hat der Urheber des Manuskripts einen kürzeren Text, zum Beispiel 50.000 Buchstaben, in einer unbekannten Schrift übertragen und das Resultat zu den 170.000 Buchstaben ausgeweitet, die er schließlich niederschrieb. Eine derartige Verschlüsselung ist auch mit moderner Methode schwer zu knacken. Eine zweite Theorie stammte von dem US-Kryptologen William Friedman, 1891 bis 1969. Dies gilt zwar als erfolgreichster Codeknacker aller Zeiten, doch zum Voynos-Manuskript konnte er der Nachwelt nicht mehr als eine begründete Vermutung hinterlassen. Diese lautete, dass der Text in einer Kunstsprache verfasst und anschließend verschlüsselte Abhandlung ist. Allerdings gibt es bisher keinen konkreten Verdacht, wie die zugrunde liegende Kunstsprache ausgesehen haben könnte. Die dritte und wohl wahrscheinlichste Theorie besagt, dass das Voynos-Manuskript gar keinen sinnvollen Text enthält. Auf diese Schabernack-Theorie deuten Arbeiten des britischen Linguisten Gordon Rouge und der österreichische Physiker Andreas Schinner hin. Da man den Text des Voynos-Manuskripts bisher nicht lesen kann, bieten die zahlreichen darin enthaltenen Bilder die wichtigsten Anhaltspunkte, um Schlüsse auf Inhalt, Alter und Autor zu ziehen. Die unterschiedlichen Illustrationen stellen von Menschen über Pflanzen bis zu Himmelskörper unterschiedliche Objekte dar, die sich kaum einem gemeinsamen Thema zuordnen lassen. Die Abbildungen lassen sich weder mit einer bestimmten Denkschule noch mit einer Religion in Verbindung bringen. Auch die insgesamt 126 Pflanzendarstellungen, die teilweise eine ganze Seite ausfüllen, geben wenig her. Kein einziger der abgebildeten Gewächse lässt sich eindeutig identifizieren. Wenig Verwendbares bieten schließlich auch im Buch abgebildeten Menschen. In vielen Fällen handelt es sich um nackte Frauen. Immerhin lassen die Frisuren und die Kleidung einer Person sowie die Art der Darstellung einer Datierung zu. Demnach könnte das Manuskript zwischen 1450 und 1520 entstanden sein, vorausgesetzt, es ist keine Fälschung. Sollte es sich um eine Fälschung handeln, dann ist eine Entstehungszeit im frühen 20. Jahrhundert am wahrscheinlichsten. Ein eventueller Fälscher müsste hervorragende Arbeit geleistet haben, denn historische falsche Darstellungen sind im Manuskript bisher nicht nachweisbar. Es ist durchaus denkbar, dass das Voynich selbst hinter der Fälschung steckte oder dass er das Manuskript unwissentlich einem Fälscher abkaufte. Während die Schulwissenschaft noch rätseln, haben bereits mehrere Personen behauptet, das Geheimnis des Voynos-Manuskripts gelüftet oder zumindest eine wichtige Entdeckung gemacht zu haben. Voynich selbst hielt den englischen Mönch Universitätsgelehrten Roger Bacon 1214 bis 1294 für den Autor. Zwar scheint das dem Buch beiliegenden Schreiben diese Behauptungen zu stützen, doch neuere Untersuchungen zeigen recht deutlich, dass Bacon als Verfasser nicht in Frage kommt.
Der US-Philosoph William Newbold verkündet 1921, das Manuskript gelöst zu haben. Er hielt nicht die Buchstaben an sich für relevant, sondern kleine, kaum sichtbare Markierungen, die scheinbar daran gebracht waren. Newbolds These wirkte jedoch reichlich konfus und konnte sich daher zu Recht nicht durchsetzen. 1943 veröffentlichte der Rechtsanwalt Joseph Felly eine vermeintliche Lösung des Vonnis-Verschlüsselung. Ihm zufolge ist das Manuskript in lateinischer Sprache verfasst und enthält zahlreiche Abkürzungen sowie gekürzte Sätze. Fellys angebliche Übersetzung eines kleinen Ausschnitts ließ jedoch nicht auf den Rest des Manuskripts übertragen. Robert Brumbaugh, ein Professor für Philosophie des Mittelalters, behauptete, die unlesbaren Buchstaben im Manuskript seien eigentlich Ziffern, denen jeweils mehrere Buchstaben des lateinischen Alphabets zugeordnet sind. Allerdings ergaben die von ihm vorgelegten Entschlüsselungen keinen erkennbaren Sinn. Der Arzt Leon Levitov, 1987, behauptet ebenfalls, den Voynich-Text entschlüsselt zu haben. Seiner Meinung nach ist das Buch in einem alten Flämischen verfasst, in das deutsche und französische Wörter eingeflossen sind. Allerdings basiert Levitovs Veröffentlichung fast nur auf spekulativen Annahmen und liefert keine Beweise. Der Brite Nick Belling, 2006, sieht den italienischen Architekten Antonio Averlino, 1400 bis 1469, als Voynichs Autor. Seine These ist jedoch nicht durch harte Fakten belegt. Der Buchautor Erhard Landmann fand 2005 nach eigenen Angaben auf den ersten Blick die Lösung des Voynich-Manuskripts. Seiner Ansicht nach sind die seltsamen Voynich-Zeichen undeutlich geschriebene Buchstaben. Leider hat Landmann bisher keine detaillierte Beschreibung seiner Theorie veröffentlicht, geschweige denn eine Klartextversion des Manuskripts herausgebracht. Der bekannte Autor und Präastronautiker Erich von Däniken äußert sich ebenfalls zum Voynich-Manuskript. Er sieht eine mögliche Verwandtschaft zum Buch Henoch, liefert jedoch keine Lösung oder weitführende Erklärung dafür. Nach fast 100 Jahren Voynich-Manuskript-Forschung bleibt also nur die Erkenntnis, dass fast alle zentrale Fragen zu diesem Thema ungelöst sind. Das Voynich-Manuskript gilt daher als das bedeutendste Verschlüsselungsrätsel überhaupt. Dies ist nicht zuletzt deshalb erstaunlich, weil die meisten anderen ungelösten historischen Verschlüsselungen aus dem 20. oder 21. Jahrhundert stammen. Zu dieser Zeit standen bereits vergleichsweise moderne Verschlüsselungsmethoden zur Verfügung. Die wenigen Ausnahmen enthalten deutlich weniger Texte als das Voynich-Manuskript und bieten deshalb weniger Angriffspunkte für eine Entzifferung. Ein mutmaßlich 500 Jahre altes, in Gänzen verschlüsseltes und ungelöstes Buch ist daher absolut einzigartig. Bei einem Blick auf die zahlreichen Veröffentlichungen zum Voynich-Manuskript fällt auf, dass sich bisher vor allem Hobbyforscher mit dem Rätseldokument beschäftigt haben. Sachkundige Wissenschaftler sind dagegen eher spärlich vertreten. Es gibt daher durchaus noch Raum für weitere Untersuchungen. Eine Ähnlichkeit zu dem Voynich-Manuskriptbuch findet sich auch im Necronomicon. Dort finden sich auch zahlreiche seltsame, ereignishafte Symbole und Schriftzeichen. Betrachtet man die Symbole im Necronomicon und die Abbildungen darin, dann haben sie durchaus Ähnlichkeiten mit dem Voynich-Manuskript. Vielleicht gibt es ja dadurch eine Verbindung oder einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Büchern. Zwar gibt es immer wieder Nachforschungen und Behauptungen, nun das Rätsel dieses Voynich-Manuskripts gelöst zu haben, aber im Grundsatz führen sie alle in ein Labyrinth. Vielleicht wurde das Buch auch von einem nicht-humanoiden Wesen geschrieben, wer weiß. Oder vielleicht ist es doch nur eine Fälschung oder eine Irreführung. Zumindest ist das Ganze ein Rätsel der besonderen Art. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was diese Symbole für Hinweise geben können oder was sie auch sind, dann bitte könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Und somit sind wir wieder am Schluss angekommen und ich hoffe, wir hören uns und sehen uns das nächste Mal wieder. Auf Wiedersehen.